Das ist der Bibeltext aus Römer 11, der immer wieder dann zitiert wird. Und vor allem wird der Text auch zitiert, indem man ihn ein Stück weit aus dem Zusammenhang nimmt. Ja? Weil man nämlich hier sagt, das ganze Israel wird selig werden. Ja? Römer 11, 26. Damit meint man, dass ganz Israel Jesus anerkennt, weil steht ja gerettet. Und gerettet ist ja immer, dass man Jesus findet. Und wenn hier steht, dass ganz Israel gerettet wird, naja, dann heißt es ja wohl, dass ganz Israel Jesus erkennt. So ist die gängige Auslegung. Ja? Und ihr werdet auch sehen, dass es Ausleger gibt, die sagen, in Sacharja steht ja auch, sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Und dann sagt man, naja, ganz Israel wird Jesus erkennen. Das ist die gängige Auslegung, so habe ich es auch immer gehört. Aber das sagt Sacharja ja nicht. Sacharja sagt etwas anderes. Sacharja sagt, dass David und die Bürger zu Jerusalem werden den sehen, in den sie gestochen haben. Ist das ganz Israel? Nein. Wer ist das denn? Das ist nur Jerusalem. Jetzt fragen viele zu mir, ja, wer ist denn das Haus David überhaupt? Da muss ich sagen, ich weiß das nicht. Das steht halt so da. Das Haus David findet ihr aber auch in Jesaja 7. Als nämlich die beiden Nordstaaten, also Damaskus und Ephraim, Jerusalem angegriffen haben, da hat das ganze Haus David gezittert wie Espenlaub. Das steht in Jesaja 7. Also scheint das Haus David irgendwie, sag ich mal, die Regierungselite zu sein und der Rest sind halt die Bürger zu Jerusalem. Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem werden den sehen, in den sie gestochen haben. Das meint alle, von ganz oben bis ganz unten. Ganz Jerusalem wird den sehen, in den sie gestochen haben. Das sagt Sacharja. Jetzt sagen mir viele, ja gut, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, das steht stellvertretend für ganz Israel. Sage ich, das glaube ich nicht. Warum? Weil die Propheten sich immer sehr exakt ausgedrückt haben. Die haben nicht einfach irgendwas geschrieben. Das, was die sagen, meinen die. Und das ist viel exakter. Und da sage ich, müssen wir ein bisschen nachjustieren und wir müssen gucken, was steht denn dort wirklich im Text? Was steht nicht im Text? Was kann ich fest aus dem Text ableiten? Und was kann ich nicht aus dem Text ableiten? Wo muss ich sagen, das ist für mich unklar? Und wo kann ich sagen, das ist eine feste Basis, auf der ich stehe? Das ist ein gutes Prinzip. Ja? Und das machen wir jetzt auch mal hier mit. Und dann werdet ihr sehr schnell verstehen, dass das von etwas ganz Bestimmtem spricht. Ja? Also hier, der Paulus sagt ja, das ganze Israel wird selig werden. Jetzt wäre ja mal eine Frage zu stellen, wann wird das denn sein? Und dann lesen wir den Text im Kontext. Das ist immer wichtig, ja? Der Paulus sagt, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren. Warum zum Teil? Naja, weil auch zur Pfingstgeschichte in der Apostelgeschichte sind ja auch Juden zum Glauben gekommen. Ja? Insgesamt hängt die Decke über diesem Volk, genau wie über unserem Volk und über allen Völkern, oder? Ja? Und trotzdem gibt es da Auswahl raus, die zum Glauben kommen. Es gibt ja auch Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Gar keine Frage. Ja? Und deswegen sagt Paulus, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren. Blindheit für Jesus, ja? Ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen sei. Das heißt, wenn die Gemeindezeit der Gemeinde aus den Nationen, wenn das zum Ende kommt, dann wird auch ganz Israel gerettet werden. Oder das, was dann noch von Israel übrig ist. Wir wissen ja, dass zwei Drittel umkommen. Bleibt ja nur ein Drittel übrig, Sacharja. Und das eine Drittel wird nochmal reduziert, nochmal geläutert, nochmal gereinigt, nochmal zusammengeschrumpft, bis nur noch ein ganz kleiner Überrest übrig ist. Das ist das, was von Israel dann übrig bleibt. Und jetzt sagt Paulus, das ganze Israel soll selig werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Jakob ist das alte Israel, oder? Jakob hat ja am Jabok einen neuen Namen bekommen und da hieß er erst Israel. Und der alte Jakob, das ist ja auch eine Redewendung im Deutschen, ja, scheinbar liegt hier etwas Kritik drin. Ja, das gottlose Wesen von Jakob wird abgewendet und dann wird Israel daraus. Aber wann denn? Naja, wenn ein Erlöser nach Zion kommen wird. Es wird kommen aus Zion oder Jesaja 59, es wird kommen zu Zion, der da erlöse, da kommt ein Erlöser und der abwendet das gottlose Wesen von Jakob. Wann kam denn der Erlöser nach Zion? Das ist die Gretchenfrage. Vor 2000 Jahren? Und er kommt ja nochmal, oder? Am Ende der Zeit. Das heißt, der Erlöser kommt zweimal nach Zion. Einmal war er schon da. Als das geschrieben wurde, Römer 11, da war Jesus doch schon da. 20 Jahre vorher war er schon gekommen. Also kann Paulus diese Stelle ja nicht meinen.
Ja, wenn er schreibt, dass die Vollzeit der, die Fülle der Heiden, wenn die eingegangen ist. Also kann er nur das zweite Kommen Jesu meinen. Und das zweite Kommen Jesu nach Zion ist, wenn Jesus auf den Ölberg kommt. Aber das ist aber ganz am Ende der 70. Jahrwoche. Das ist das ja kurz bevor Jesus sein Königreich aufrichtet. Ja, genau. Dann hätten wir damit ja eine zeitliche Einordnung, wann ganz Israel selig wird oder wann ganz Israel gerettet wird. Ja, wenn Jesus auf den Ölberg kommt. Was macht Jesus denn dann? Dann rettet er Israel vor den Assyrern und vor den antichristlichen Truppen, die von Hamageddon nach, ins Kidrontal raufgezogen sind. Das haben wir gestern Abend gehabt. Erinnert ihr euch daran? Ja, das ist der Zeitpunkt. Aber wenn ich rede von der Wiedergeburt Jerusalems, dann ist das, betrifft das den Anfang der 70. Jahrwoche. Ja, also wenn Jerusalem wiedergeboren wird, ist das taggenau der Beginn der 70. Jahrwoche, während die Rettung Israels von den antichristlichen Truppen am Ende der 70. Jahrwoche ist. Nämlich dann, wenn Jesus auf den Ölberg kommt. Ist das die Zeit, wo es heißt, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde? Ja, ja, ja. Ja, also das wär diese Zeit, in der das ist ganz am Ende, ja? Das heißt, wenn man den Text im Zusammenhang liest, bekommt man plötzlich ein besseres Verständnis dafür, was das hier überhaupt heißt, das ganze Israel selig. Hier in meiner Lutherbibel, da steht selig werden, da steht im Griechischen Soter. Soteriologie ist die Lehre von der Rettung, vom Retter. Soter ist der Heiland auch, ja? So hat Luther das übersetzt. Heiland war früher ein Kräuterpflaster. Also wenn man krank war und hatte sich verletzt, dann hat man ein Pflaster aus Kräutern da drauf gemacht. Und es hat heil gemacht, es hat gesund gemacht. Ja? Dieses Wort nimmt Luther für den Heiland der Welt, da kommt Heiland her. Wenn die früher gesagt haben, machen wir mal ein Pflaster drauf, dann haben gesagt, machen wir mal so ein Heiland drauf. Ist schön, ja? Dieses Wort hat Luther für Jesus, der macht gesund, der Herr macht gesund. Ja? Und das ist Soteriologie, das heißt, hier wird Israel nicht ewig gerettet durch Wiedergeburt, sondern Israel wird hier ganz irdisch gerettet von den Truppen, die Jerusalem belagern. Ja, weil das nämlich zu einer Zeit ist, wenn Christus kommt nach Zion, um das gottlose Wesen von Jakob abzuwenden, weil er dann nämlich sein tausendjähriges Reich aufrichtet. Dann bringt Jesus das zu Ende, was Johannes angekündigt hat. Johannes hat eine Taufe zur Buße gehabt. Und er sagt, der König kommt, der König Jesus kommt und er wird sein Reich aufrichten. Ich bin sein Herold. Lasst euch taufen zur Buße, um passend zu sein, um in das Reich Christi einzugehen. Christus kommt, der Sohn Davids kommt und der wird sein Reich aufrichten, sein tausendjähriges Reich. Das war die Botschaft von Johannes. Und als Jesus nicht angenommen wird vom Volk und es sich alles hinzieht, da sagt Johannes der Täufer, bist du der, auf den wir warten sollen oder sollen wir eines anderen warten? Bist du der Messias? Bist du der König Israels oder warten wir lieber auf jemanden? Der hat also resigniert. Er war ja im Gefängnis. Das war ja überhaupt nicht in seinem Fokus. Der hat den König Israels angekündigt und jetzt wird er eingesperrt vom Herodes und später wieder geköpft, weil ein halbnacktes Mädel da vor einem besoffenen König tanzt. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was das heißt. Ja, der Herodes ist angetrunken, ein schwacher Charakter, die tanzt da vor ihm, macht da so ein bisschen Bauchtanz und dann sagt er, du darfst ja alles, was wir wünschen, dass das halbe Königreich wäre. Was ist das für jemand? Ja, das? So, und dann geht die her und fragt ihre Mutter und die Mutter sagt, hol dir den Kopf von Johannes dem Täufer. Und der König kann nicht mehr zurück. Was denn da? Versteht er, was das für ein Tölpel war? Das war kein König. Das ist kein König. So oberflächlich einfach so eine Sache, Entschuldigung, im besoffenen Kopf, ihr seid ja erwachsene Leute, im besoffenen Kopf zu sagen, wünsch dir, was du willst, weil es ein Königreich ist, das macht man nicht. Und dann schnappt die Falle zu. Und Johannes, der größte der Propheten gewesen ist, wird geköpft wegen so einem Mädel und so einem Säufer. So fatal ist es, ja, so banal und so fatal. Irre. Ja. Johannes war wahrscheinlich der Jesus am besten verstanden hat. Und Jesus war vielleicht Johannes am nächsten. Ja, und dann so eine Sache, ist ja wie im alten Rom. Ja, genau. Das war die Zeit. War nicht so schlimm wie heute. Heute ist viel schlimmer. Ja. Nur wissen wir da nichts von oder wollen es nicht wissen. Generationen nach uns werden uns fragen danach. Ihr hattet doch Internet, wieso habt ihr euch nicht informiert? Ist nicht unser Thema, das ist unser Thema. Ja. Aber so Sachen werden in der Bibel halt auch beschrieben. Ja. Okay, also diese zeitliche Einordnung, die ist wichtig.
Wir haben zweimal kommt der Messias nach Zion, ja? Der Erlöser. Das ist praktisch die Israelsgeschichte. Dann kommt Christi zum ersten Mal, dann kommt die Zeit der Gemeinde, dann fängt die 70. Jahrwoche an und dann kommt Christus zum zweiten Mal und richtet da sein Reich auf. Ja? Das heißt, das sind die beiden Zeitpunkte, wenn der Erlöser nach Zion kommt. Und den ersten Zeitpunkt hier, den kann Paulus ja nicht gemeint haben, weil der war ja schon vorbei. Der Römerbrief wurde ja hier ungefähr geschrieben, ja? So 50, 55 nach Christus. Also 20 Jahre, nachdem der Erlöser schon da war. Also meint Paulus der zweite Kommen Christi. Das wird sein, wenn er auf den Ölberg kommt, dann wird er das gottlose Wesen von Jakob abwenden und mit Israel sein Reich aufrichten. Das sagt der Paulusbrief. Und immer wenn ich von der Wiedergeburt Jerusalems spreche, dann sagen die Leute zu mir, ja wieso, ganz Israel soll doch gerettet werden. Das ganze Israel wird selig werden, nicht nur Jerusalem. Ich habe mit einem Pfarrer gesprochen, spät in der Nacht, nach dem Abendessen. Dann zündet er sich seine Pfeife an und sagt, das ärgert mich, dass du immer auf dieser Wiedergeburt Jerusalems rumreitest. Ganz Israel wird gerettet werden, steht in der Bibel. Ja, sage ich, steht in der Bibel. Aber du musst es auch im Zusammenhang lesen. Ja? Du bist doch Pfarrer, nicht ich. Habe ich nicht gesagt. Ja, aber eigentlich, oder? Ja? Das heißt, das ist doch ein Zusammenhang. Und er ist nicht so schwer zu erschließen, wenn man den Bibeltext in Ruhe liest. Ja? Es wird kommen aus Zion, der Erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Testament mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Das ist ein Bund, den Gott mit ihnen schließt. Das ist mein Bund mit ihnen. Wofür? Fürs tausendjährige Reich. Weil er kommt dort ja zum zweiten Mal. Ja? Ja? Ja, das ist ein bisschen komplex, ja. Weil zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus auf den Ölberg kommt, dann werden die wiedergeboren sind, alle schon gestorben sein. Die werden in der Mitte der Jahrwoche, werden die alle getötet. Weil der Antichrist ja wie der Fuchs in den Hühnerstall reingeht und die alle umbringt. Und dann wird zu der Zeit noch ein Überrest, der wird in die Wüste fliehen, das ist Offenbarung 12. Und auch in den Nationen vielleicht, auch hier irgendwo oder da, wo ihr wohnt, seid ihr vielleicht noch übrig. Paulus sagt, wir, die wir leben und übrig bleiben, werden lebendig entrückt. Da fröstelt's mich. Was meint er denn mit übrig bleiben? Was ist denn da passiert, wo man übrig bleiben muss? Dass man da lebendig entrückt wird. Das wird nicht angenehm sein, ja? Aber Jesus sagt auch, mehr als den Leib töten können sie nicht. Das ist auch wahr, ja? Also da lassen wir uns überhaupt nicht bange machen. Wir machen Day by Day, sagt der Amerikaner. Tag für Tag gehen wir an der Hand Christi. Und wir sind ein bisschen trotzig im Glauben. Sie sind ein bisschen mutig im Glauben. Wir sind ein bisschen kess im Glauben. Das dürfen wir auch sein, ja? Manchmal müssen wir uns beugen. Manchmal müssen wir hinstehen und sagen, ich bin ein Kind Gottes, mache ich nicht. Widerspricht meinem Glauben, habe ich mir fest vorgenommen. Wenn der Nächste kommt mit irgendwelchem Blödsinn, sage ich, ich bin Christ, das widerspricht leider meinem Glauben. Machen die Muslime auch, oder? Ja, würde ich mir auch ausbedingen wollen. Ja, darf man sagen, ich bin Kind Gottes, ich mache nicht alles mit. Können wir Fragen nachher machen? Ja? Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Das sehen wir heute eigentlich schon, ja, dass wir relativ wenige haben, dass wir so einen Abfall vom Glauben haben. Da schreibt Paulus ja auch von, ne? Dass es so einen Glaubensabfall geben wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es manchen auch einfach ans Leben geht. Ja. Vielleicht auch das mal nur so als kleine Anmerkung. Jesus beschreibt für die Endzeit einerseits ganz friedliche Situation. Sie essen, sie trinken, sie freiten und ließen sich freien, bis die Sintflut kam und sie kamen alle um. Sorgloses, entspanntes Leben bis zum Ende. Ja, das ist die eine Sicht. Und für die gleiche Zeit beschreibt er Hunger und Seuchen und Erdbeben und teure Zeit und Kriege und Gerüchten von Krieg, also Chaos, Krieg, alles das, wovor wir Angst haben. Wir wünschen uns natürlich lieber freien und kaufen. Das wäre für uns einfacher, dass man bis zum Schluss noch Laptops kaufen kann und so. Ja? Aber ich will damit nur sagen, Jesus beschreibt für diese Endzeit unterschiedliche Charaktere, sodass man vielleicht daraus ableiten könnte, vielleicht ist in Europa, geht hier alles ganz friedlich zu Ende. Es wird alles ein bisschen teurer, ja, aber es geht so dahin und ja, und man macht so sein Ding und man mäht seinen Rasen und lässt Gott einen guten Mann sein, ja, tue Recht und scheue niemand und plötzlich kommt Jesus wieder.
Ja, man hat das überhaupt nicht mitgekriegt. Das kann genauso sein, wie das wie in anderen Regionen der Welt, vielleicht im Nahen Osten, ich glaube ganz bestimmt im Nahen Osten, im fruchtbaren Halbmond, Kriege und Kriegsgerüchte und teure Zeit und Seuchen und Erdbeben und diese Sachen kommen. Ja? Also ich will damit sagen, wir sollten uns nicht mit allem so bange machen lassen. Und wir dürfen auch mutige Leute sein. Ich habe zu einem Arbeitskollegen gesagt, sag ich, du Frank, ich bin Christ, ich muss keine Angst haben vor Corona. Für mich ist alles klar. Ja. Meine Frau hat mir eine Maske gehäkelt. Ganz am Anfang ging das noch. Später geht das nicht mehr. Aber ich habe gesagt, boah, die ist aber ein bisschen eng, kannst du auch mit größeren Maschen machen. Hat sie auch gemacht. Habe ich auch aufgezogen. Die Frauen haben das gemerkt im Aufzug. Ja, ich war im Parkhaus in Pforzheim, fahre mit dem Aufzug und die sagt, eine Häkelmaske. Ja, sag ich, ist eine Häkelmaske, ja. Sag ich, ist ja auch ein großer Virus, ja. Das reicht doch dann auch, ja. Später ging das nicht mehr, aber so eine ganze Zeit lang war das gut, war richtig schön, ja. Okay. Wir sind Christen. Auf uns passt jemand auf. Ja, und der Daniel sagt auch, und wenn wir umkommen in der Löwengrube, dann sollst du wissen, dass wir keine anderen Götter anbeten. Punkt, Schluss, aus, Ende. Das finde ich toll. Ja? Das ist entspannt, das ist Charakter, das hat Basis, das ist, ja, da weiß man. Und da, das würde ich mir wünschen, dass wir durch dieses Bibelstudium fest werden. Wir sehen, das ist alles wahr, da können wir uns drauf verlassen. Das ist aller Annahme wert, sagt Paulus. Das ist Wort Gottes, das stimmt. Bis in die letzten Details ist das, wir machen ja einen Lackmustest, wir schrauben das ja hier auseinander. Wir gehen ja, ich sag mal, ins Getriebe rein, nehmen einzelne Zahnräder raus und gucken, ob die zusammenpassen. Das passt alles, das ist Maßarbeit, ja. Und das schafft Glauben, weil wenn wir sehen, dass das wahr ist, dann sagen wir, da glaube ich dran. Das ist auch ein Glaubenswert. Das ist so der Punkt, wo es mir eigentlich darum geht. Ja? Also wir haben hier eigentlich ein Missverständnis. Ja? Das hier betrifft, die, also Römer 11, 26, dass ganz Israel selig werde, das betrifft das zweite Kommen Christi. Denn es wird kommen aus Zion, da der Erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Das ist, wenn Jesus auf den Ölberg kommt. Ja, und dann wird Israel gerettet, ja, aber Israel wird nicht gerettet in dem Sinne, dass sie wiedergeboren werden. Und das ist vielleicht ein Gedanke, der für viele auch neu ist. Wir haben, glaube ich, gestern darüber gesprochen. Wiedergeburt gab es zum ersten Mal zu Pfingsten in Jerusalem, vor 2000 Jahren. Seid ihr einverstanden? Im Alten Testament gab es keine Wiedergeburt. Ja? Die ist zwar da und dort angedeutet, aber prophetisch auf eine zukünftige Zeit. Die Tochter Zion wird gebären, solche Stellen. Ja? Das heißt also, Wiedergeburt gab es von Pfingsten vor 2000 Jahren. Und bis wann denn? Naja, bis zur Entrückung der Gemeinde. Ja? Wenn die Gemeinde entrückt ist, dann gibt es keine Wiedergeburt mehr. Ja? Das heißt aber, nach der Entrückung der Gemeinde fängt ja das tausendjährige Reich an. Das würde bedeuten, im tausendjährigen Reich gibt es keine Entrückung mehr. Nö. Ja, aber wie glauben die denn? Die glauben dann so wie im Alten Testament an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja? Das ist vielleicht ein Gedanke, der neu ist für den einen oder anderen. Das heißt also, im Alten Testament würden die, wenn Jesus sein Königreich aufrichtet, so glauben wie im Alten Testament? Ja. Ja, dann wäre unser Glaube ja was ganz Besonderes. Ja, das will ich aber meinen. Wiedergeboren zu werden, ist aber keine kleine Sache. Da wird man ja teilhaftig der göttlichen Natur. Das kennt der Mensch im Alten Testament nicht. Da gab es den Gottesmenschen. Ja, der hat das Gesetz gehalten. Der hat diese ewigkeitlichen Wahrheiten im Gesetz vorgeschattet durch die Opfer. Und er war sich aber nicht bewusst, was er damit im Einzelnen ausdrückt. Ja? Das heißt also, im Alten Testament gab es keine Wiedergeburt, sondern da gab es unter das Gesetz getan und der Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So, jetzt kommt irgendwann der König David und dann kommt Jesus, der Sohn Davids. Und der kommt nach Jerusalem, um sein Königreich aufzurichten. Jetzt verwerfen die ihn aber und glauben nicht an Jesus. Und jetzt hat das Königreich Aufschub. Wie lang denn? Ungefähr 2000 Jahre. Aha, ja, und dann kommt das Königreich? Ja, natürlich, da im tausendjährigen Reich. Da kommt das Königreich. Das heißt also, Jesus kam hier nach Zion, ja, zum ersten Mal, um hier sein Königreich aufzurichten, das Millennium. Dann müsste man ja dieses gelbe Millennium eigentlich da an das grüne ranschieben. Wenn Israel Jesus damals angenommen hätte und hätten gesagt, Hosianna, da kommt unser Messias, dann wäre sofort das Königreich Gottes angebrochen. Dann wäre das tausendjährige Reich angebrochen.
Das ist eine alttestamentliche Sicht, ja? Da kommt natürlich sofort der Gedanke auf, meine Frau und ich, wir händeln da immer drum, ja? Dann sagt die Anja zu mir, ja gut, aber dann gibt es ja kein Golgatha. Ja, sag ich, das stimmt, das ist eine alttestamentliche Sichtweise. Keine 70. Jahrwoche, da gibt es keine Gemeinde Jesu, da gibt es mich und euch nicht, oder euch und mich, ja? Das heißt also, natürlich ist das, was hier geschehen ist, Gottes vorbedachter Plan gewesen, ja? Das ist nach Gottes Ratschluss geschehen alles. Aber jetzt haben wir natürlich ein Problem mit unserer Logik, weil das passt bei uns im Kopf nicht zusammen. Ja gut, das hat ja Gott so gemacht und das hat Gott sogar so angekündigt, aber wieso sollte das dann anders sein? Also der Plan A von Gott war, dass der Sohn Davids, Christus, kommt und sein Reich aufrichtet. Punkt. Das ist alttestamentlich reduzierte Perspektive, aufs Alte Testament reduziert. Und jetzt kommt das Unglaubliche, die lynchen ihren König. Das ist unfassbar. Und da kommt Plan B, der eigentlich Plan A war. Wir sind aber alles Plan Bler. Wir kennen nur Plan B. Wir müssen uns ja praktisch zurückbewegen in das Pfingsten von vor 2000 Jahren und noch weiter ins Alte Testament. Das ist uns etwas fremd. Ja? Das heißt also, eigentlich ist Jesus gekommen, der Sohn Davids, ja, und richtet sein Königreich, wollte sein Königreich aufrichten, sie verwerfen. Wenn sie ihn angenommen hätten, dann wäre das Königreich direkt angefangen, dann wäre es so aneinander gestoßen. Jetzt verwerfen sie aber Jesus und kreuzigen ihn, und da hat das Königreich Aufschub. Das bricht nicht an. Und in dem Zwischenraum haben wir die Gemeinde Jesu. Und das ist ein Einschub, eine Dispensation, ein Dispensationalismus. Und das hat die Kirche der Reformatoren nicht im Kopf gehabt. Die haben nicht die Gemeinde, die Kirche als Einschub gesehen, Israel im Alten Testament und Israel im tausendjährigen Reich, sondern die haben gesagt, Israel ging bis Jesus und danach kam die Kirche. Dann kommt die Entrückung und dann war es das. Mehr gibt es nicht. Ganz holzschnittartig. Ja? Und in der fortlaufenden Offenbarung Gottes zeigt plötzlich, nein, da kommt nochmal ein Israel. Und natürlich gibt es Leute, die jetzt in dieser reformatorischen Sichtweise kalvinistisch, lutherisch sind und die sagen, Israel, ne, seit 2000 Jahren gab es das nicht und das gibt es jetzt auch nicht mehr. Und jetzt kommt plötzlich der Staat Israel, jetzt stolpern die plötzlich mit ihrer Theologie, jetzt haben die müssen sich ja anpassen, ja. Und dann sagen die, nee, das kann nicht sein. Und dann wird natürlich dagegen argumentiert. Und dann wird argumentiert, dann sagt man, ja, Israel ist ja von den Rothschilds gegründet worden. Sage ich, genau, ist so. Und trotzdem ist das nach Gottes vorbedachtem Ratschluss gewesen. Ja? Weil die Bibel sagt, Gott lenkt auch den Königen das Herz wie Wasserbäche. Er hat ja auch dem Kyros das Herz geleitet, dass Kyros die Juden wieder nach Hause schickt, oder? Nach der 70-jährigen Gefangenschaft, natürlich. Aber ein profaner Mensch wird sagen, wieso, das war doch nicht Gott, das war der Kyros. Ja, sagt der gläubige Mensch, aber das steht doch in unserer Bibel, das war ja bis aufs Jahr genau. Ja gut, das kann man so oder so sehen. Das war damals schon so. Ja? Und so verstehe ich das auch mit Israel. Ich will damit nur ganz deutlich sagen, ich glaube, dass der Staat Israel kommen musste. Warum? Weil nur so Gottes Prophetie in Erfüllung gehen kann. Weil Jesus in den Endzeitreden ja auch von Jerusalem spricht und von Israel widerspricht, was wieder da ist. Und Paulus in Römer 11 ja auch. Das ganze Israel wird gerettet werden. Das heißt, der Staat Israel muss wieder kommen. Das heißt jetzt aber, wir haben hier die Wiedergeburt, die beginnt hier vorne zu Pfingsten und die ist so lange möglich, bis die Gemeinde entrückt wird. Oder ich sag mal, ich sehe das ja später, dass die Gemeinde hier entrückt wird. Aber im Millennium hier, da gibt es keine Wiedergeburt mehr. Warum? Weil man das Millennium übergangslos an das erste Kommen Jesu andocken könnte. Und heilsgeschichtlich, prophetisch heißt das, der Sohn Davids kommt, der kommt nach Jerusalem, freue dich Zion, dein König kommt zu dir. Angenommen, sie nehmen Jesus an, fängt sofort sein Millennium an. Das ist das Kommen Jesu nach Jerusalem 1. Könnt ihr das verstehen? Ja, ne? Das wäre wie 1. Jetzt ist es aber auseinandergezogen worden und plötzlich versteht man, dass Jesus zweimal nach Jerusalem kommt. Ja, es sind zwei Kommen. Und Paulus schreibt ja hier vom zweiten Kommen, deswegen muss in der Endzeit wieder ein Israel sein. Und deswegen glaube ich, dass die Staatsgründung Israels in Gottes Plan war. Ich komme aber gleich noch zu der kritischen Frage, ob Israel Gottes Volk ist. Und ich würde das nachher verneinen, das wird noch heftiger. Weil wie passt denn das zusammen? Wenn Gott Israel geschaffen hat, wieso sollte dann Israel nicht Gottes Volk sein? Ich nehme das ein bisschen vorweg, weil wir Gottes Volk sind. Wir Christen sind doch Gottes Volk. Oder sind wir nicht Gottes Volk? Naja, natürlich.
Ja, der Petrus sagt es. Ihr seid das Volk des Heiligtums. Ihr seid das heilige Priestertum. Wenn ihr kein Priester, wenn Israel Gottes Volk wäre und Priestertum wäre, wärt ihr nicht gerettet. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Ja? Aber das ist eine schwierige und eine sehr kritische Frage auch. Ja? Ich habe da selber lange rumgemacht dran, und weil ich das immer auch anders gelernt habe. Ich will euch nur hier so ein bisschen da die Zusammenhänge zeigen. Das, was Paulus hier in Römer 11, 25 schreibt, dass ganz Israel gerettet wird, ja, das wird bei Christi zweitem Kommen sein, das ist hier. Und das wird noch ein ganz kleiner Überrest von Israel sein. Ein ganz kleiner, jämmerlicher Überrest. Und mit diesem kleinen, jämmerlichen Überrest, mit dem baut Christus sein Königreich auf. Ist das nicht schön? Das ist auch tröstlich. Macht er mit uns auch. Wir sind auch so ein kleiner, jämmerlicher Überrest. Ja? Und Gott ist das, spielt das, der ewige Gott, der alles geschaffen hat, der ist es nicht zu schade, mit so jämmerlichen Kerlchen wie uns durch die Welt zu gehen. Das finde ich unglaublich. Das wird Gottes Name irgendwann verherrlichen. Ja? Das ist was Großes. Das machen nur große Charaktere. Ja? Dass Gott mit das, was von Israel dann noch übrig ist, dann rettet und befreit von den Belagerern und seine Stadt Jerusalem befreit von den Angreifern, das wird er beim zweiten Kommen machen. Da haben wir gestern Abend von gesprochen. Wenn die alle ins Kidron-Tal hochgesammelt worden sind und alle gegen Jerusalem, nicht gegen ganz Israel, hört ihr das? Sondern gegen Jerusalem gehen. Wenn die gegen Jerusalem gehen, dann kommt Christus irgendwann auf den Ölberg wieder. Aber die werden nach Jerusalem gehen und Jerusalem belagern und die werden nochmal in die Stadt brechen. Und die werden nochmal den Überrest, der in Jerusalem ist, 50% davon in die Gefangenschaft führen. Das heißt, der Rest, der hier in Jerusalem noch übrig geblieben ist, das ist nach der Entrückung. Der Rest von Juden, der noch übrig geblieben ist, der wird nochmal reduziert, der wird nochmal nach Assyrien und in ägyptische Gefangenschaft geführt. Und wenn dann Christus wiederkommt, dann findet er hier noch einen ganz, ganz kleinen Überrest vor. Wie kommt denn Christus auf den Ölberg? Mit seiner Gemeinde, oder? Ja, ja, natürlich. Dann wird die Gemeinde Jesu ja hierbei sein. Ja, genau. Die Gemeinde Jesu wird ja auch mit Christus herrschen für 1000 Jahre. Steht ja in der Offenbarung. Ja, das heißt, die Gemeinde kommt hier wieder mit Christus auf den Ölberg und dieser kleine Überrest hier, der wird befreit werden. Christus wird seine Stadt freiziehen von den Belagerern und wird mit diesem kleinen Überrest dann sein Gottesreich aufrichten, bei seinem zweiten Kommen. Bitte? Das ist viel. Das ist alles voll. Die Bibel beschreibt das auch an manchen Stellen. Ja. 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 Okay, also das wäre praktisch das zweite Kommen Christi, wenn diese Städte belagert werden. Und die Wiedergeburt Jerusalems ist am Anfang der 70. Jahrwoche, wenn Damaskus und diese Völker Nordisraels Jerusalem belagern. Das wäre der Beginn der 70. Jahrwoche. Und das sind die beiden Zeitpunkte. Ja? Und deswegen, der Pfarrer, der da so geschimpft hat, dem habe ich gesagt, du musst es halt im Zusammenhang lesen. Und wenn du das im Zusammenhang liest, dann siehst du auch, dass Paulus dieses Retten Israels zu einem Zeitpunkt verortet, wenn ein Erlöser nach Zion kommt. Ja? Und das haben wir zweimal, das hatten wir schon mal vor 2000 Jahren, das haben wir in der Endzeit. Das heißt, wir können jetzt plötzlich verstehen, wann ganz Israel gerettet wird, wenn Jesus auf den Ölberg kommt. Da kommen wir mit ihm. Und das ist wichtig für mich, das so ein bisschen einzuordnen, weil man dann sehen kann, wann diese Rettung Israels sein wird hier am Ende der 70. Jahrwoche. Paulus schreibt das und sagt, ich will das euch nicht vorenthalten, damit ihr nicht stolz seid. Am Ende der Zeit wird sich Gott Israel wieder zuwenden. Das ist die Nettobotschaft. Wenn die Zeit der Heidengemeinde voll ist, und er redet hier ganz grob überschlägig, dann gibt es, das wissen wir, noch einen kleinen Überrest aus Israel, aber wenn die Zeit der Gemeinde Jesu voll ist, dann wird Gott sich wieder Israel zuwenden. Und was wird Israel dann sein? Gottes Volk. Also Paulus zitiert hier Jesaja 59. Ja? Er sagt also, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden eingegangen sei und dann das ganze Israel gerettet werde. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion ein Erlöser und denen, die sich bekehren von den Sünden in Jakob, spricht der Herr. Das ist Jesaja 59. Sinngemäßes Zitat. Ja? Das heißt, Paulus zitiert das aus Jesaja 59 und aus Jesaja 27,
Weil er sagt, darum wird dadurch die Sünde Jakobs versöhnt werden. Und der Nutzen davon, dass seine Sünden weggenommen werden, ist der, dass er alle Altarsteine macht wie zerstoßene Kalksteine, dass keine Aschera-Bilder noch Sonnensäulen mehr bleiben. Das gottlose Wesen wird von Jakob weggenommen werden. Die Sünde wird weggenommen werden. Die Sünde Jakobs wird versöhnt werden. Und Paulus zitiert in Römer 11 diese beiden Bibelstellen. Beide fasst er zusammen. Warum? Weil Jesaja 59 und Jesaja 27 davon sprechen, von dem Zeitpunkt, wenn ein Erlöser nach Zion kommt. Ach so, dann spricht also Jesaja 59 von der Zeit, wenn Jesus auf den Ölberg kommt. Ja, und Jesaja 27 spricht auch von der Zeit, wenn Jesus auf den Ölberg kommt. Laut Paulus, ja. Das heißt, dann hätten wir hier den Abschluss eines Zyklus und hier auch. Da haben wir gestern Abend von gesprochen. Da sind die Jesaja-Zyklen, die immer wieder neu aufgemacht werden, immer neue Perspektive. Ja? Bis man zum Schluss am Ende von Jesaja ein ganz komplettes Bild hat. Wie eine Landschaft breitet sich das aus vor uns. Ja, wir bekommen eine Struktur in den Kopf und Gott unterweist uns Stück für Stück, wie das Wort Gottes sich da entwickelt. Ja? Also ihr seht, dass diese Punkte hier aus Jesaja 59, das steht hier, und aus Jesaja 27, diese beiden Punkte, das steht hier und hier. Das ist ein Mix, ein Zitat, was Paulus da zusammenfasst. Ja? Und er zitiert Jesaja 59 aus diesem Jesaja-Zyklus. Den schauen wir uns die Tage noch an. Dass der Zyklus fängt an mit dem Königreich. Das wird angekündigt. Das Königreich beginnt. Der Messias wird kommen und wird alles gut machen. Und eure Not von Assyrien wird er alles wegnehmen. Das Königreich wird kommen. Dazu ist aber nötig, dass Christus stirbt. Jesaja 53, er schoss auf vor ihm wie ein Reis aus dürrem Erdreich. Ja? Das ist, kennt ihr alle das Kapitel. Und jetzt schauen wir uns den Kontext an und sehen, das ist ein ganzes Kaleidoskop. Das ist die ganze Heilsgeschichte Gottes ist hier drin. Ja? Das heißt, Ankündigung des Königreichs, Christus kommt, muss sterben und auferstehen. Dann kommt die Gemeinde aus den Juden, Jesaja 54. Dann kommt die Gemeinde aus den Heiden. Dann kommt Gottes Aufruf, bleibt mir treu. Dann kommt der Abfall der Gemeinde Jesu. Dann kommt das Gericht, das wird angedroht, dann wird das Gericht ausgeführt und dann kommt Christus wieder auf den Ölberg und richtet sein Königreich auf. Und Paulus zitiert aus Jesaja 59 hier, da haben wir ja gesagt, wenn Jesus auf den Ölberg kommt. Versteht ihr den Bezug plötzlich? Paulus ist ein Uhrmacher. Der kennt das Wort Gottes in- und auswendig. Und dass der das in Römer 11 zitiert, Jesaja 59, lässt für mich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, denkt den Schluss zu, dass Paulus diesen ganzen Zyklus kannte. Was heißt das denn? Das heißt, dass ja, dass das Königreich Christi kommt, dass dazu aber Christus sterben muss und dass das Geheimnis der Gemeinde eingeschoben ist zwischen diese beiden Königreiche. Versteht ihr das? Das ist doch unser Ding hier. Ja? Ah, jetzt sehen wir aus dem Alten Testament, nicht aus dem Neuen Testament. Wir sehen aus dem Alten Testament, dass die Gemeinde ein Einschub ist zwischen diese Königreichsthematiken. Ja? Und mit dem Sterben Christi alles begonnen hat, dass die Gemeinde aus den Juden war. Und Paulus hat das hier verstanden. Zu Pfingsten haben die Juden gesagt, okay, wir glauben an Jesus. Jesus ist der Messias. Aber nicht die Goy. Die sind ja alle unbeschnitten. Nur wir. Es gilt nur uns. Ja? Und Paulus sagt, nee. Ich habe hier Jesaja 55 gelesen. Da steht, kommet her zu mir alle und kauft umsonst Wein und Milch. Da steht nicht, kommt nur Israel. Warum? Weil die Völkerschaft vorbei ist. Das Evangelium gilt für die ganze Welt. Ja? Und es hat hiermit angefangen mit der Gemeinde aus den Juden. Schauen wir uns im Detail auch später noch an. Wenn wir das sehen, dann bekommen wir eine ganz saubere Struktur in den Kopf. Heilsgeschichtlich. Dann wissen wir plötzlich, warum Paulus Jesaja 59 in Römer 11 zitiert. Weil wir dann vertraut sind mit dem. Und dann gehen wir dieselben Linien, die der Paulus geht. Und dann wird die Bibel für uns, wie soll ich sagen, wertvoll, ja? Einfach, das ist wahr. Das ist alles. Und wir sehen, wie exakt die Propheten und auch die Apostel mit dem Wort Gottes umgegangen sind. Das wollen euch die Rabbiner heute nehmen. Die zeigen euch, wo Paulus geirrt hat, wo Jesus geirrt hat. Ja? Und die zeigen euch immer nur die halbe Wahrheit. Und das pupfert mich, heißt es im Schwäbischen. Ja? Und deswegen gehe ich da immer ein bisschen gegen und versuche das zu entkräften. Das heißt ja, ich bin ja dann erst. Natürlich. Nachdem er in Nachfolge Christi. Ja. Also man muss sich vorstellen, Paulus ist natürlich entrückt worden bis in den dritten Himmel,
hat dort also wundersame Dinge gehört, ja, die einem Menschen nicht gehören, auszusprechen. Paulus hat in Zungen gesprochen, das heißt in Zungen, glaube ich, hat die Urgemeinde, ich glaube heute nicht, dass es heute noch Zungenrede gibt, ich dachte so nebenbei, ich glaube, die hat aufgehört. Aber damals, er sagt, ich rede mehr als ihr alle in Zungen, und die Zungenrede war meiner Meinung nach eine Quelle der geistlichen Offenbarung für die Urgemeinde. Weil die Urgemeinde niemals auf die Idee gekommen wäre, das Alte Testament so zu lesen, wie wir das heute nach 2000 Jahren tun. Und Paulus hat diese Nachrichten bekommen, der war ja auch einige Jahre in der Wüste. Ich glaube, da hat Gott den Paulus einfach mal nach seinem Damaskus-Erlebnis einfach zur Ruhe gesetzt. Und dann ist er in dieser Wüstenei, ist dem das alles, und es ist explodiert im Kopf und im Herz. Jesus. Das ist alles Jesus. Ich könnte euch vorstellen, als Rabbiner liest du Jesaja 53 in der Wüste. Ich sage, das gibt es doch gar nicht. Das muss ich nochmal lesen. Ja? Und das ist Paulus offenbart gewesen. Und deswegen ist er auch der ideale Völkerapostel. Der war ein großer Prophet und ein Evangelist und halb Römer, halb Jude. Ideal. Der war der 12. Apostel, der war der Ersatz für Judas. Ja, den hat Jesus selber berufen dazu. Es ist ein großer Segen, dass wir das haben dürfen. Ja?